Endlich! Es wird Zeit, die Schlacht um Bikini Bottom zu beginnen! Oh, ich kann es kaum erwarten, meine Armee aus loyalen Robotern zu aktivieren! Roboter, ich bin es, euer Boss, euer Herrscher, euer Meister. Heute werden wir, werde ich Bikini Bottom erobern und ihr alle werdet meine Befehle ausführen. Roboter? Was ist schiefgelaufen? Mein Plan war narrensicher. Ich war auf der Uni. Hau ab, Idiot. Seegurke. Was? Der gehorche Planktonhebel an meinem Robotergenerator stand auf aus? Nein! Roboter-Tee-Partys sind die besten, nicht wahr, Patrick? Oh, ich wünschte, Roboter wären lebendig. Wäre das nicht toll? Lass uns alle Roboter zusammensuchen und uns bei der ersten fallenden Muschel, die wir sehen, etwas wünschen. Okay. Oh! Ich wünschte, Roboter wären lebendig. Schöne Lichter. Oh nein! Vorsicht, Patrick! Was für beschissene Roboter. Naja, was soll's. Hallihallo und willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ich bin die Shiro Vesalius. Shiro reicht natürlich. Und das hier ist SpongeBob Schwammkopf Schlacht um Bikini Bottom. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, es geht um Roboter, die Plankton nicht mehr gehorchen. Wie kann man auch vergessen, so einen Hebel umzuschalten, nicht wahr? Na gut, fangen wir mal an. Dieses Spiel ist recht alt. Ich habe das 2003 gespielt, wenn das wirklich 2003 rauskam. War noch sehr jung. Und es gibt verschiedene Level in diesem Spiel, wie man sieht. Es gibt die Stadt, die Heldenhöhle, ja, auch Blaubarschbube und Meerjungfrau-Mann kommen vor, der Friedhof, den Abfalleimer und den Seetangwald. Das Spiel besteht eigentlich meist aus Minispielen, die man meistern muss, um die Freunde von SpongeBob zu retten. Man selbst spielt natürlich SpongeBob. Ich denke, wir gehen im Uhrzeigersinn und fangen mit der Innenstadt an. Verkehrschaos. So, die Level an sich bestehen dann aus weiteren Leveln. Das hatte ich auch nicht mehr so in Erinnerung, aber Gott, ich bin auch älter geworden. Und wie man sieht, muss ich mit dem hier anfangen, bis ich dann da hinten hinkomme. Verkehrschaos. Ja, Verkehrschaos. Wir haben es gehört. Dann fangen wir damit mal an. Und man muss da Sachen sammeln. Habt ihr oben in der Ecke gesehen. Der Magieladen von Bikini Bottom hat gerade festgestellt, dass einige magische Gegenstände... Ist das richtig? Ja, die magischen Gegenstände sind verschwunden. Oh. Bringen Sie sie bitte in den Magieladen zurück, wenn Sie sie finden. Ja, das findet er aber wohl sehr lustig. Na gut, dann suchen wir mal die Gegenstände. Vielleicht finden wir die ja sogar. Überall sind Roboter. Oh. Ich muss den Grund dafür erfahren. Wo ist Patrick? Er wird mir helfen, diese Roboter unter Kontrolle zu bringen. Mhm. Ja, dann suchen wir Patrick. Patrick! Benutze die Maus, um SpongeBob in den Straßen von Bikini Bottom zu steuern. Geht klar. Peitsche den Booten aus, die von Planktons Robotern gefahren werden. Sammle alle magischen Gegenstände ein, um zum nächsten Spiel zu gelangen. Also ich muss da so lange durchrennen, bis ich alle 5 habe. Und wie... Der läuft mir hinterher? Oh ja, er läuft mir hinterher. Ja, dann wollen wir mal, ne? Lalala. Das war ja nicht... Ist hier irgendwas? Nö, ne? Na, das war jetzt nicht so schwer. Da ist die Kugel. Komm, komm, komm. Eine Billardkugel.
So viel dazu. Also schnell durchrushen geht doch nicht. Aber man behält die Gegenstände, wenn man stirbt. Das ist gut. Okay. Ich denke mal, die Fitzen soll ich auch nicht rein. Gut, dann gehen wir das jetzt mal ruhiger an. Du gehst jetzt erstmal hier hinter. Und dann gehst du hier so zwischen. Und dann gehst du den Autos hinterher. Ja, das schaffst du. Das ist eine sehr leichte Steuerung, muss ich sagen. Also einfach den Mauszeiger gedrückt halten geht schon. Ja. Dann gehen wir diesmal so, damit das auch funktioniert. Gute Arbeit. Gefunden. Einige dieses Auto ist sehr langsam. Die Roboter können nicht gut fahren. Ach, ich muss die Maustaste gar nicht gedrückt halten. Das habe ich gar nicht bemerkt. Ich kann auch so laufen. Achso, weiter geht's. Da oben ist ein Würfel oder sowas. Oh Gott, das wird sehr... Ich denke, ich... Oh, das sind ja zwei Autos. Warum? Da passe ich doch gar nicht durch. Wenn nicht der SpongeBob dick ist, ne? Aber da passe ich nicht durch. Also früher als Kind habe ich das hier nicht gut hinbekommen. Also so ein bisschen, aber ich würde das nicht als... Oh, oh Gott. Da war meine Maus überhaupt nicht. Aber ja, er rennt hin. Da ist noch so ein Würfel. Und dann wollen wir da mal hin. Wenn bis das Auto dahin kommt, habe ich ja noch genug Zeit. Ach, das ist gar kein... Ach, verdammt. Ich glaube, ich muss das Ganze nochmal machen. Ich habe ein Gefühl, dass ich nicht alles finde. Ja, wenn das nicht immer so lange laden würde, dann könnte ich auch noch viel schneller rumlaufen. Das schafft er auch noch. Also die langsamen Autos finde ich ja super. Ich wollte noch irgendwas Wichtiges erzählen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Um seine Freunde zu retten, muss man später auch Quiz machen. Das heißt, man kann also selbst gucken, wie schlau man in SpongeBob ist. Das ist doch wunderschön. Zudem ist dieses Spiel komplett in Deutsch. Weil irgendwann mal eine Version rauskam, die auf Englisch ist, aber da stand nicht vorne drauf, sondern hinten irgendwie ganz klein. Und deswegen steht jetzt, also stand früher dann fett auf den Spielen drauf, dass die komplett in Deutsch sind. Was mich allerdings ein wenig stört, ist, dass ich schon wieder gegen ein Auto gerannt bin. Man hat übrigens oben ein paar Leben. Noch habe ich ja genug. Nein, was mich stört, ist, dass die meisten, ziemlich alle, ja andere Synchronstimmen haben. Das fand ich auch als Kind schon ein bisschen nervig, weil ich war ja an die Fernsehserie gewöhnt. Aber na gut, da muss man durch. Ja, ich habe mir gedacht, Minispiele eignen sich vielleicht ganz gut fürs allererste Let's Play. Jetzt bin ich euch die ganze Zeit am Zulabern. ja. Besser, als wenn ich die ganze Zeit hier still rumsitze, denke ich mal. Nee, hey, du hast das, habe ich alle fünf gesammelt? Cool. Oh, ich bin voll gut. Verrückte Roboterfahrer. Ja. Okay. Aber was wollte ich nochmal? Wenn ich doch nur etwas hätte, um mich wieder zu erinnern. Also, dass man so schnell vergisst, was man will, ne? Damit ein Charakter des Spiels erscheint. Geht klar. Decke zwei gleiche Charaktere auf, damit der Kanaldeckel verschwindet. Beende alle drei Levels erfolgreich, um zum nächsten Spiel zu gelangen. Also, wir spielen jetzt Memory. Ich denke, das kriegen wir alle hin. Aber mal gucken. Hallo? So, aha, das sind alles Roboter. Ja, dass die nicht zusammenpassen, das habe ich gemerkt. Ah. Nee? Nicht so ganz. Das ist sogar ohne Zeit, ne? Das ist ja natürlich sehr einfach. Mit Zeit... Ich meine, das wäre jetzt nicht unfair oder so, aber... Dann wäre es vielleicht ein bisschen spannender. Juhu! Das im Hintergrund, so wie jetzt, ziemlich laut sogar, sind meine beiden Nymphensittiche. Ich muss mir nochmal was einfallen lassen, damit die ruhig sind, weil ich möchte natürlich nicht, dass die beim Let's Play stören. Also das tut mir wirklich leid. So, schon mal haben wir Tadeus gefunden. Was ich immer cool fand bei dem Memory-Spiel war, dass die Charaktere mal so blöde Geräusche von sich gegeben haben. Zum Beispiel Mr. Krabs. Geld. Das ist super. Heiliger Krabbenburger. Burger. Geld. Also. Eichhörnchen-Power.
fand das super. Also Mr. Krabs, in dem Spiel kommt auch ein Level mit Mr. Krabs, das fand ich damals auch immer ganz gut, aber ich glaube, ich fand es schwer. Wobei, mittlerweile stimmt das wahrscheinlich mehr, weil das, wenn man älter ist und wenn man wieder ein altes Spiel spielt, ist das noch viel leichter, finde ich. Das gehört auch zu dem Zauberartikel. Ah, das ist bestimmt der Pfennig, den man hinter Ohren rauszieht. Oh Gott, das ist aber schwer hier. Was auch immer. Heiliger Krabbenburger. Ja. Ich klicke mich hier jetzt erstmal durch, um zu gucken, wo was ist. Und dann kann ich mir wahrscheinlich nicht mehr merken, wo das andere war. Ey, warte, der war. Ja, es geht gut los hier. Das ist auch nicht so schwer. Ach, die waren ja genau nebeneinander, das ist ja langweilig. Man muss immer warten, bis das hier alles weg ist und immer weiterklicken kann. Das ist auch blöd. Die sind auch schon wieder nebeneinander. Ach Leute, das ist doch nicht spannend. Kinder sind nicht die Schlauesten, aber die können schon was. Wo war der denn nochmal? Der war hier, ne? Ne, hier. Ne. Doch. Der war hier. Ach ne. Verdammt. Warum? Der war doch nicht da oben. War der echt schon da oben? Habe ich überhaupt den schon hier aufgedeckt? Ich kriege ein zu viel bei einem Kinderspiel. Das hätte ich auch nicht gedacht. Die Sonne scheint gerade. Wahrscheinlich sind die Vögel deswegen so laut. Also ich lasse mir für die nächsten Folgen auf jeden Fall was einfallen, weil das geht so nicht. Ihr könnt natürlich immer Anmerkungen, Kommentare und sowas an meine Let's Plays, ich meine, ich bin ja Anfänger, in die Kommentare schreiben. Ja, das ist mir schon wichtig, dass ihr mir sagt, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, was ich besser machen kann. Ich bin ein Anfänger. Das steht auch so. Ja, wir haben das nächste Spiel frei... Entschuldigung, wir haben das nächste Spiel freigeschaltet. Ich muss gerade gucken, ob ich nicht die ganze Zeit... Ich hatte mich fürs Intro gemutet. Ich kann mich wieder erinnern. Ich muss Patrick finden und diese Roboter aufhalten. Und da hatte ich eben ein bisschen Angst, dass Patrick. Ich immer noch gemutet bin. Und er schreit durch die Straßen. Patrick! Oh, das erste Quiz!